Hey, ich bin Joe, ich heiße dich herzlich willkommen zurück zu The Evil Within. Ich persönlich habe jetzt schon seit über einer Woche nicht mehr gespielt, weil Resident Evil 8 dazwischen kam und das wollte ich erst zu Ende machen. Ich hatte aber genug Folgen auf Lager, dass ihr fast jeden Tag eine Folge gekriegt habt, nur gestern war eine Ausnahme. Deswegen muss ich mich jetzt erstmal überhaupt wieder reinfinden, was ich tun muss. Soweit ich mich erinnern kann, haben wir für Gregor den Strom wieder eingeschaltet, sind dann wieder zurück und haben jetzt Zugriff auf diversen Kisten. Jetzt muss ich also wieder aus dem Mark raus. Huch. Zack, bumm. Und können dann diverse Kisten wieder freischalten. Ich jetzt wieder die Steuerung von Resident Evil nur im Kopf habe, muss ich das jetzt hierbei wieder komplett erlernen. Und auch mit der Munition und alles. Ich werde wahrscheinlich so tun, als ob ich dieses Spiel das erste Mal spiele heute. Also verzeiht mir, wenn es jetzt heute ein bisschen holpriger wird. Aber ja, das ist der Grund. Den solltet ihr wissen. Finde ich wichtig, dass ihr den wisst. Post Plus. Das Post Plus Abo. Okay. Wo sind wir denn hier überhaupt? Ach so, wir sind natürlich im Safe Room. Ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Untersuche das Theater. Genau. Das ist ja noch unsere Hauptquest, das Theater zu untersuchen. Denn da ist unser... Veritas? Der Böse ist da, ja. Und ich muss jetzt aber mal eben überlegen. Da oben war auf jeden Fall eine Kiste. Gut, wir haben schön Wumme, wir haben Pistole. Natürlich nur noch zwei Schuss. Es sieht echt immer übel aus. Hallo, Leiter benutzen? Ach eh. Ich drücke wieder F, weil F war benutzen in Resi 8. So, hier lag doch genau. Hier ist jetzt eine Kiste, die jetzt offen ist. Mal sehen, was wir darin finden. Ah! Pistolenmunition. Und Schrott. Sehr schön. So. Jetzt müssen wir erstmal irgendwie zusehen, wie wir mal zu Gregor zurückkommen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Und ich frage mich, wo sonst noch Kisten rumlagen, die wir öffnen können. Aber... wie ihr euch noch vielleicht an vergangenen Folgen erinnern könnt, rannte hier auch noch die Kettensägen-Olle rum. Obwohl wir sie schon besiegt haben. Es müssen also zwei davon rumrennen. Und ich habe so ein bisschen Angst und die Befürchtung, dass hier pro Bossfight-Kampf eine mehr davon rumrennt. Hoffen wir einfach mal auf einen Bug. So, ich habe natürlich auch verschiedene Kommentare durchgelesen. Da hinten rechts rum. Scheiß die Wand an. Ich habe natürlich auch verschiedene Kommentare durchgelesen. Ja, renn ruhig weg. Okay. Zum Beispiel, dass wir auf Fässer schießen können und uns so auch Wege freischalten können. Vor allem an dem Museum, genau. Also überlege ich, ob wir eventuell mal zum Museum zurückkehren. Doch erstmal das hier. Ich wusste, sie schaffen es. Sykes, genau. Hey, Sykes. Gregor. Der Server ist online. Ja, bin schon drin. Ich habe die Vorratskisten wie versprochen entriegelt. Versuchen Sie mal, die da zu öffnen. Ich versuche. Mission abgeschlossen, wieder online. Toll, ist nur ein bisschen Schrott drin. Und, was ist das? Handfeuerwaffe mit Schalldämpfer. Diese halbautomatische Pistole besitzt einen Schalldämpfer, der die Schussgeräusche dämpft, dadurch aber auch weniger Schaden verursacht. Bei wohlüberlegtem Gebrauch lassen sich einzelne Gegner von Gruppen weglocken. Ja, nice. Waffentyp wechseln. Schalldämpfer. Okay, will ich jetzt erstmal nicht. War halt hier mit dem Hinterkopf. Und ich überlege, ob wir nochmal kurz Pimp My Castellanos machen müssen. Zumindest um Munition herzustellen oder so. Ich speichere hier nochmal eben. Aber wir sind ja auch gut mit
Autosaves. Von daher, ich weiß nicht, ob wir noch Munde brauchen. Vielleicht versuchen wir auch einfach zum Gebäude jetzt zu gehen und da unsere Aufgabe zu machen. Ich guck mal eben in die Karte. Wir haben hier definitiv noch einen Bereich. Was war das? Die Jagd ist eröffnet. Untersuche das Theater. Okay. Ja, wir haben hier hinten noch einen Bereich, wo noch was zu entdecken gäbe. Und hier ist auch noch ein toter Möbius Operative. Ich guck mal, ob ich den finde. Hast du vielleicht noch irgendwas zu sagen? Danke nochmal für Ihre Hilfe. Jetzt kommt der schwierige Teil. Schaffen Sie das? Aus Union verschwinden? Wie schon gesagt. Ich werde es versuchen. Aber ich muss mich durch Unmengen von Daten wühlen, bevor ich überhaupt anfangen kann. Hoffentlich schaffe ich es, bevor das hier alles nur noch aus Geröll und Gedärm besteht. Das wird eine Weile dauern. Und wenn Sie es schaffen? Wenn Sie aus Union entkommen, was dann? Wenn ich lebend aus dem Mobius-Gebäude rauskomme, deaktiviere ich erstmal meinen verdammten Chip. Chip? Ja. Jeder bei Mobius hat einen subdermalen Chip im Kopf. Sowas wie eine RFID, nur viel weiter entwickelt. Und ich meine jeden. Vom Verwalter bis zu dem Typen, der die Toiletten putzt. Das machen Sie freiwillig mit? Sie sagen es so, Mitgliedschaft bietet Privilegien. Dieser Chip kann einem eine Menge Türen öffnen. Der Nachteil ist, dass Sie mir damit das Leben zur Hölle machen können, wenn Sie glauben, dass ich nicht gehorche. Darüber können Sie sich Gedanken machen, wenn Sie hier raus sind. Können Sie mich auch hier rausbringen? Ich wäre auch daran interessiert, hier zu verschwinden. Nur zu gerne. Aber ich werde nicht auf Sie warten. Ich verschwinde, sobald ich einen Weg gefunden habe. Sie sollten hier bei mir bleiben und warten, bis ich es hinbekomme. Auf keinen Fall. Ohne Lilly gehe ich hier nicht weg. Wenn Sie sie finden, wird der Ort theoretisch wieder hergestellt und Sie kommen raus. Ich würde aber gerne mit Lilly durch die Hintertür raus. Mobius will sie einfach wieder an den Stamm anschließen. Und wer weiß, was sie mit mir vorhaben. Wenn wir raus könnten, wenn sie nicht hinsehen. So oder so, ich habe eine Menge zu tun. Sonst benutzt niemand die Hintertür. Verbinden wir unsere Kommunikatoren. Melden Sie sich, bevor Sie gehen. Geht klar. Viel Glück. Okay, ja, bin gespannt. Alles klar. Sehen wir uns mal weiter auf der Map um. Und versuchen, diesen einen Mobius-Typen zu finden. Das Teil bewegt sich, oder? Okay. Der müsste genau in der Ecke liegen. Hier, das sind übrigens die roten Fässer, wo ich drauf schießen kann, ne? So viel dazu. Gelernt in Part 19. Nee, doch, ich habe ja doch schon drauf geschossen, glaube ich. Drauf geschissen, drauf geschossen. Liegt der da? Wo liegt der denn? Hier? Hä? Der muss auf der anderen Seite der Mauer liegen. Oh, die Kettensägen-Troller rennt hier rum. Vor der habe ich etwas Achtung. Liegt der hier im Gebüsch oder was? Ach, da ist er ja. Mein Freund und Kupferstecher. 5-mal Pistolenmunition, mein Gott. Haben wir es gut. Und 2-mal Headshot. Okay, ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Gut, wo können wir... Ah, sind 2. Ich wage es trotzdem. Getroffen! Ich gehe mal in die Richtung. Vielleicht gibt es ja was für Ratten. That's not good, oder? Oh oh. Munition mehr. Ja, verstehe schon. Ich bin nicht hinterm Baum. Ich bin nicht hinterm Baum. Ach verdammt, ich bin doch hinterm Baum.
Was gibt's denn hier Schönes? Kisten. Da liegt ja noch mehr. Leichenhaufen. Wenn ich nur den Transporter hätte, dann wäre alles gut. Okay. Oh, Nägel. Ja, stopp so. Was haben wir denn hier Schönes? Ah ja, Schießpulver. Mach mal Kopf hoch. Dann halt in den Arsch. Komm, wir testen mal das Explosionsfass. Hier bin ich. Ja, dann testen wir es halt nicht. Dann halt so. Oh, der ist glibber. Glibber. Ach. Ich drücke G. Ich drücke G. Scheiße, ich sitze hier fest. Hilfe! Scheiße, ich sitze hier fest. Ich muss hier raus. Ich wollte doch nur den Transporter holen und dann von hier verschwinden. Hilfe! Hört mich jemand? Oh Gott, ich sterbe im Stem. Es wird sein, als hätte ich nie existiert. Tut mir leid, Lawson. Ich kann dich wohl doch nicht mit dem Transporter abholen. Ach, der Schlüssel! Genau! Schlüssel für das Waffen. Was? Lagerraumschlüssel. Mit diesem bei der Leiche in der Gasse gefundenen kleinen Schlüssel kannst du den Lagerraum in der Nähe des Post-Plus-Filiale öffnen. Jetzt kommt noch die Olle, oder? Wo ein Schlüssel ist, ist auch ein Schloss. Ja. Aber wo genau? Ich weiß wo. Trust me. Aber ich vermute, wir werden wieder... Wenn die Ratten hier schon abhauen, ey. Oh no. Komm her. Ach man, haben wir einen Speicherpunkt an der Stelle? Ich weiß aber nicht, wie man mit unendlich Munition die besiegen soll. Die Leichenhaufen sind echt übel. Warum kann ich die nicht verbrennen? Gibt es noch einen anderen Weg, sich hier rauszuschleichen? Ist auch ein Schloss. Aber wo genau?
Sie muss uns ja nicht entdecken, ne? Ha? Sie hat uns entdeckt. Vielleicht sind ja noch ein paar Fässer. Ja, auf dem Geländer. Ja. Hui. Kann ich laufen? Ich bin erschöpft. Ah. Hier in die Gasse. Oh. Das war doof. Doof, doof. Muss mal hier so ein 8 nehmen. Gibt's hier noch mehr Fässer? So fies, ey. Ihr müsst doch noch mehr geben. Noch mehr Fässer. Das ist doch unmöglich. Wo ist sie hin? Fuck, ey. Verdammte Scheiße. Yeah, aber wir haben den Schlüssel für die Waffenkammer. Wir haben den Schlüssel für die Waffenkammer. Hier sind überall noch Fässer. Oh. Oh, was ist denn hier? Hallo? Online. Ein großes Medikit. Sehr schön. Du hängst hier nur so rum, ne? Nichts, nichts, ein Hauch von nichts. Aber dann müsste ja jetzt noch eine rumrennen oder manifestiert sie sich immer bei diesen Haufen. Das wäre natürlich fatal. Müssen wir eben gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Ja, die Richtung stimmt schon. So, ich habe jetzt nur noch diese tolle Armbrust. Ja, der Haufen brennt nämlich, ne? Der brennt. Oh, da liegt doch noch was. Spritze.
Bitte, bitte lass da was drin sein. Lagerraumschlüssel verwendet. Alles klar. Ich hoffe, im Lagerraum ist nicht was Böses. Oh, hallo. Noch mehr. Ist das eine neue Pumpgun? Langläufige Schrotflinte. Diese Repetier-Schrotflinte, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, mit mittlerer Reichweite, hat einen langen Lauf, damit sie auf größere Entfernung Schaden verursacht. Ja, yeah. Das sieht doch gut aus. Oh ja. Die legen wir uns mal, nein, die... Komm, hier hin. Aha. Oh nein, die Olle ist wieder da. Die legen wir uns jetzt auf 2. Oh, 3. Direkt 3 Schuss. Hier ist auch noch was. Okay, wenn die Olle draußen rumrennt, ich glaube, solange die rumrennt, kann die uns nicht erwischen. Oh, was ist denn das? Nägel? Hochwertige Waffenteile. Oh. Die habe ich schon. Dankeschön. Kannst du behalten. Ich will gar nicht raus. Das ist so strange mit der Ollen. Jetzt sind wir wieder in diesem Modus, dass die Geisterlady da ist. Aber ich habe keine Ahnung. Scheiße! Das Spiel ärgert dich immer wieder. Immer wieder, immer wieder. Okay, haben wir noch irgendwas auf der... Die Jagd ist eröffnet, haben wir nur... Das, hier unten. Wir können uns noch quasi da mal umsehen. Weiter, da ist noch ein bisschen... Gegrausel. Andererseits bräuchte ich erst wieder ein bisschen Munition. Ah. Wir haben quasi gar nichts mehr. Deswegen mache ich mich einmal nochmal auf hier rein. Nur wir müssen dann, glaube ich, einmal kurz, weil es hier keine Werkbank gibt, zum Spiegel gehen. Was macht denn meine Gesundheit? Ja, komm. Ein Käffchen in Ehren kann keiner verwehren, nicht wahr? Da sollte ich vielleicht mal viel mehr mitarbeiten, dass ich dann auch mal ab und zu in so einen Raum gehe und mir ein Käffchen trinke. Wo ist der Spiegel? Da. So, Sebastian Zimmerer. Ich wollte hier dran. Herstellung oder Waffenverbesserung? Gucken wir mal zuerst bei der Waffenverbesserung. Jetzt können wir ja die große Schrotflinte. Ist das Schrotflinte allgemein? Egal welche oder was? Ah, verstehe. Feuerrate. Nachladezeit. Was ist das hier? Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit beim Zielen. Auf jeden Fall. Was haben wir hier? Verringert die zum Nachladen benötigte Zeit. Oh, gehen wir noch ein bisschen auf Feuerkraft. Ich glaube, das können wir noch gebrauchen.
240. Okay, haben wir nicht. So, okay. Herstellung. Pistolenmunde. Schrotmunde. Tja. Mehr als das ist nicht drin. So, nochmal erstmal lieber bei der lieben Tatjana vorbeischauen. Entspannen Sie sich, Detective. Wie kann ich Ihnen helfen? Das kann man auch zweideutig sehen. Okay, hast du mir was zu sagen, Tati? Sie wirken entspannter, Detective. Haben Sie einen Freund in dieser gefährlichen Welt gefunden? Das sagte sie mir schon. Keine Ahnung, wem ich hier Vertranwesende eingeschlossen. Und das nach allem Einsamkeit und sich von... Ja, das hatten wir schon. Bla, 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 bla. Hatten wir schon. Das große Magazinpark haben wir. Das haben wir, glaube ich, auch. Habe ich noch einen Schlüssel? Ich habe keinen einzigen Schlüssel mehr. Gut, dann nochmal hier gucken. 19.000. Ach so, ich wollte mich ja aufsparen auf... Oder für dich 3? Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich das hier. Raubtier. Was wollte ich denn haben? Athletik, Heilung. Ich glaube eigentlich das hier, ne? Habe ich den schon? Habe ich noch nicht. Ah, aus der Ecke können wir einen Schleichangriff machen. Auch gut. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier wollte. Schleicher 2. Du bewegst dich schneller. Ach komm. Jetzt muss ich aber mal gucken, was ich eigentlich haben wollte. Fähigkeit 4. Oder Kampf. Dann war es Kampf. Das hier. Synaptischer Fokus. Genau, ich wollte den Fokus haben. Das in Slow-Mo haben. Ah, 45. Okay. Warten wir erstmal ab. Gehen wir erstmal hier raus. Alles gut soweit. Hab ein paar andere Sachen gepimpt. Dann wird es auch nicht ganz so schwierig. Ich überlege, ob wir ein bisschen schießen gehen. Und dadurch noch ein bisschen Geld verdienen. Oder ob wir jetzt... Nee, komm, wir machen jetzt direkt hier den... Wir versuchen jetzt direkt den Bad Guy. I'm a bad guy. Wir können ja später uns nochmal hier umsehen. Geh jetzt mal rein, direkt. Hoffen, dass hier keine weiteren bösen Überraschungen lauern. Natürlich tun sie das nicht.